Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag in Chemnitz, Sachsen. Gab es einen Mord? Zwei Männer haben einen anderen Mann auf einem Stadtfest abgestochen. Danach wurde das Stadtfest abgebrochen. Am nächsten Tag gab es eine ruhige Mahnwache am Tatort und danach haben die Chemnitzer einfach mal die Polizei und die Justiz den Rest erledigen lassen. Nein, natürlich nicht. Ich meine, die Täter waren Ausländer und das Opfer war ein Deutscher. Bei der Mahnwache wurden natürlich Nazi-Parolen gegrillt und daraus haben die Nazis eine Hetzjagd auf alles gemacht, was nicht nach Deutschland 1960 aussieht. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ach, und da rennt er rein, ihr Fotzen! Du bleibst hier. Außer Hase natürlich, also der blieb hier. Stolze Besitzer von Fliesentischen sind auf dunkelhäutige Menschen losgegangen, um so gegen Gewalt auf den Straßen zu demonstrieren. Das ist wie eine Facebook-Mahnwache gegen Datenmissbrauch. Und ganz ehrlich, liebe Nazis, das hat Chico nicht gewollt. Haben die nichts anderes zu tun? Müssen die sich nicht um Wirtschaftskriminalität beim LKA kümmern oder so? Aber wir müssen trotzdem ganz klar festhalten, Sachsen hat kein Nazi-Problem. Also klar sind da hunderte Sachsen bis auf... auf alles, was irgendwie ausländisch aussieht, losgegangen. Und klar sah das aus wie eine Nachstellung von Deutschland 1937, bei der keiner seine SS-Uniform dreckig machen wollte. Aber das ist doch noch lange kein Nazi-Problem. Und Helmut Schmidt war nicht nikotinabhängig und Nestle ist ein unterstützenswertes Familienunternehmen. Liebe Sachsen, macht doch einfach mal weiter Demos gegen Nazis. Zeigt denen doch mal, wer wirklich das Volk ist. Viel Streit, wenig Ergebnisse. Jetzt soll durchgestartet werden. Das scheint auch Horst Seehofer so zu sehen. Jetzt sind alle aus dem Sommerurlaub zurück und jetzt haben wir uns einfach mal den Herbst angeguckt. Aus der Reihe Sätze, die vor 6 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Italien droht der EU jetzt per Facebook. Der italienische Vizeregierungschef und Typ, dessen Aftershave selbst durchs Internet zu riechen ist, Luigi Di Maio, hat bei Facebook geschrieben, dass Italien einem neuen Finanzplan vor der Europawahl nicht zustimmen wird, wenn sich die Einwanderungslage nicht in naher Zukunft ändert. Und man muss mal ehrlich sagen, der einzige Abnehmer von Geflüchteten für Italien ist momentan das Mittelmeer. Das nennt sich dann westliche Werte. Europa nur den Europäern. Ich glaube, das ist sowas wie multilateraler Nationalismus. Der ist halt nicht ganz so auffällig wie ein nationaler Nationalismus. Da haben wir eine wunderbare Wetterstation und ich habe gerade vor 3 Minuten noch nachgeguckt. 3,2 Grad. Wusstet ihr, dass das Renteneintrittsalter bei Frauen in Russland bei 55 Jahren liegt? Frauen können damit 55 in Rente gehen. In Hollywood bekommt man in dem Alter erst das erste Kind. Männer müssen in Russland bis 60 arbeiten. Das ist in Hollywood das Alter, in dem die ersten Missbrauchsskandale rauskommen. Jetzt ist in Russland eine Anhebung des Renteneintrittsalters geplant. Für Frauen von 55 auf 63 und für Männer von 60 auf 65 Jahre. Es ist natürlich hart für die Russen, wenn sie künftig so viele Jahre länger ihren Rausch auf der Arbeit ausschlafen müssen. Deshalb hat der Oppositionspolitiker und Weltrekordhalter für den geradesten Hinterkopf der Welt, Alexei Nawalny, in einem Blogbeitrag zu nationalen Protesten aufgerufen. Und deswegen wurde er jetzt wieder mal für 30 Tage verhaftet. Es sei denn, er würfelt einen Pass, dann kann er natürlich früher raus. Oder funktioniert das nur im Kapitalismus so? Ich weiß es nicht. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.